Das hier ist mein YouTube-Kanal, so wie wir ihn normalerweise kennen. Allerdings mache ich ja YouTube nicht erst seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten, sondern tatsächlich jetzt schon seit 5 bzw. fast schon 6 Jahren. Und da habe ich mich einfach mal gefragt, wie sah eigentlich dieser normale Kanal hier von mir heutzutage aus? Quasi 5 Jahre vorher. Und dafür bin ich mal wieder auf der Website Wayback Machine gelandet. Das ist nämlich ein Internetarchiv. Also eine Website, auf der man andere Website-URLs eingeben kann. Und diese Website zeigt einem an, wie diese URLs vor einigen Jahren ausgesehen haben. Pretty dope, huh? Ich habe so ein Video hier schon mal hochgeladen, wo ich mir auch schon mal meinen Kanal angeguckt habe, aber diesmal will ich speziell mal auf die Kommentare gehen, die früher auf meinen Kanal geschrieben wurden. YouTube.com/ConCrafter. Wir können jetzt einfach mal auf Browse History klicken, das dauert jetzt einen ganz kleinen Moment und dann sehen wir hier schon 2011 und davor wurde nichts eingereicht, aber 2012, wenn wir da jetzt mal draufklicken, sehen wir schon, dass diese Website 2012... Wie oft wurde die gespeichert? Auf jeden Fall sind das hier jetzt so alles die Daten, wann diese Website hier immer mal gespeichert wurde. Und das erste Datum ist der 16. Februar 2012. Da wurden nämlich 2 Snapshots gemacht. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf und jetzt wird mir nämlich angezeigt, wie mein Kanal quasi vor 5 Jahren aussah. Also 2012 von 2017, 5 Jahre zurück. Oh mein Gott, Freunde, es lädt hier gerade. Ich weiß, dass ich schon mal auf sowas reagiert habe, aber ich finde es... Oh nein, mein Design, ey. Oh, mein Design. Früher konnte man seinen Kanal halt noch so mega krass anpassen, was das Design und alles Mögliche angeht. Und Alter, ich hatte immer noch so einen Livestream-Bums hier oben extra reingepackt. Früher habe ich immer, wenn ich mal einen Livestream gemacht habe, was tatsächlich sehr, sehr selten der Fall war eigentlich, habe ich mein Design hier verändert und habe hier Livestream-Doppelpunkt-Online dann quasi hingepackt. Und das war so total dumm, weil am Tag vielleicht 10 Leute auf meinem Kanal waren. Aber eigentlich war das hier mega geil. Man konnte hier so draufklicken, dann kam man auf irgendein Video. Man konnte hier draufklicken, dann kam man zu meinem Facebook. Hier wurde früher immer so das Video angezeigt, was man sehen wollte. Das hier war meine Videobeschreibung. Hallöchen, mein Name ist Luca. Guck mal, da hatte ich sogar schon teilweise diese Hallo, mein Name ist Luca Begrüßung. Mein Name ist Luca, bin noch 15 Jahre alt. Oh mein Gott. Und mir gehört dieser chaotische Kanal. Wenn du mich etwas fragen willst, dann schreib doch bitte einen Kanalkommentar. Und diese Kanalkommentare werden wir jetzt mal durchgehen. Hier hat man noch so die Recent Activity, also was man so in letzter Zeit gemacht hat auf der Plattform. Hier habe ich zum Beispiel ein Video von Alberto kommentiert, damals mit Al Left. Oh mein Gott. Da sieht man, dass ich noch 15 war, ne? Ich habe gedacht, die Vergangenheitsform von Leaf ist Lefted. Sehr gut, Luca. Wenn wir jetzt nämlich einfach mal runterscrollen, sehen wir hier schon so ein paar Preise, die ich damals irgendwie hatte. Platz 79, Most Subscribed All Time, Comedians, Germany und so weiter und so fort. Und dann sehen wir hier nämlich schon Channel Comments. Kannst mal einen Download-Link von deiner Playlist in Minecraft machen? Wäre cool, ja, die Musik cool. Ja. Auch schon früher konnten die Leute kein Deutsch und das war gerade auch kein richtiges Deutsch. Dragon King schreibt, yo, bin wieder da. Ich wünsche dir eine erholsame gute Nacht, Luca. Lad mal wieder Eskipe Island hoch. Benutzt du meine Musik noch? Wurde ja auch gesagt. Hallo Luca, ich bin noch nicht sehr lange dabei und habe ein paar Fragen an dich. Wie kann ich auch Skyblock spielen? Lass dir runter. Früher war Skyblock so ein Riesending auf YouTube und da habe ich das auch gezockt. Hey ConCrafter, ich bin neu hier. Kannst du Folge 4 von Eskipe Island reinstellen? Also Grammatik und Rechtschreibung wurde ganz groß geschrieben damals. Meine vorgeschlagenen Kanäle früher waren GameStar? Warum GameStar? Geetsmeet hatte ich vorgeschlagen, Dena, Austria LP, Spark of Phoenix, Shuffle, Buttercake, Mr. Gamecraft, Minecraft Bucket, D4L, Minecraft und Skate 702 Germany. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach 11.000 Abonnenten. Oh mein Gott. Alter. Das ist... Ey, das ist so krank. Das ist so, wie wenn man ein Elternteil ist und man sieht gerade so die ersten Schritte des eigenen Kindes. So, nicht ganz, wie das Kind geboren wurde, aber so wie so ein Meilenstein. So, das ist, versteht ihr, was ich meine? Das ist gerade voll, keine Ahnung, voll emotional für mich. Tomatensaft! Die kompletten Aufrufe auf alle Videos, die ich zu dem Zeitpunkt hochgeladen hatte, waren 1,8 Millionen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Mittlerweile habe ich irgendwie so 800 bis 900 Millionen Aufrufe. Das ist einfach so das 500-fache. Aber wir schauen uns jetzt mal die Kommentare noch ein bisschen weiter an. Ich habe jetzt hier unten einfach mal auf Neck... Och nein... Das lädt nicht. Die Website ist ja nur gesichert worden quasi von diesem Stand, wo diese Kommentare da drauf sind und nicht von, naja... nicht von...
den anderen Seiten. Das war aber so krank früher. Man konnte einfach alles anpassen. Guck mal, ich hatte hier so Creeper drauf. Ich konnte hier unten sogar noch Facebook und Twitter verlinken. Aber wir gehen mal zurück hier wieder zu Wayback Machine. 2012 gucken wir uns dann nichts mehr an. Wir gehen jetzt mal ins Jahr 2013 irgendwo in die Mitte, hier in den Juni, und klicken mal auf 8. Juni drauf. Also so sah mein Kanal im Jahr 2013 aus. Wir sehen schon hier oben der Banner und so. Das ist noch relativ gleich zur heutigen Zeit. Die ähnlichen Kanäle sehen heute ein bisschen anders aus. Related Channels und so weiter und so fort. Das hier war damals das Hauptvideo. Oh mein Gott, Freunde, da ist gerade das Megaprojekt gelaufen. Und da gab es noch diese 301-Views-Sperre, Alter. Was geht ab, Mann? Das war auf jeden Fall eine kranke Zeit früher. Dann hatte ich hier die Playlist Minecraft Megaprojekt, da meine ersten Real-Life-Videos. Alter, das hat da so langsam gerade alles angefangen, dass ich mich gezeigt habe. Hier haben wir Minecraft Facts, das hatte ich früher noch Minecraft Learn Guide sogar genannt. Minecraft Mods, die ich vorgestellt habe, Minecraft Seed. Mein Kanal war früher wirklich komplett Minecraft, als das noch aktuell war. Ich meine, Minecraft ist immer noch aktuell, aber ich finde wirklich dadurch, dass, um jetzt mal ein bisschen auf das Thema Minecraft zurückzukommen, warum ich das in letzter Zeit nicht so häufig hochlade, für mich hat es einfach so ein bisschen den Charme verloren, weil so viel hinzugefügt wurde. Für mich war Minecraft früher so, okay, geil, das ist Minecraft, und Leute haben aus den wenigen Möglichkeiten, die es gab, sehr, sehr viel gemacht, aber mittlerweile hat sich Mojang bzw. Microsoft alles Mögliche genommen, was es schon gibt. So RPG-Style und alles Mögliche und keine Ahnung was, und hat das alles zusammen in das normale Minecraft gemacht, und das wurde mir irgendwie ein bisschen zu viel. Also ich habe Minecraft eigentlich nur mal gefeiert, weil es so simpel war. Aber das hier war auf jeden Fall der Kanal im Jahr 2013. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt auf Discussion klicken kann, um dann mal zu sehen. Da hatte ich übrigens 172.000 Abonnenten dann. Loading, Concraft, Discussion, got an HTTP 303, response at crawl time, redirecting to, okay. Wahrscheinlich kann er das nicht laden. Wir befinden uns hier jetzt im Jahr 2014 und gehen jetzt hier einfach mal ans Ende, zum Beispiel auf den 6. November, und schauen jetzt mal, wie meine YouTube-Kanalseite im... Oh. Warum geht das denn nicht, Mann? 2015 wird wohl nicht so krass gewesen sein. Ich gehe jetzt trotzdem mal in den August 2015. Also ich glaube, dass man da jetzt nicht so einen krassen Unterschied merkt. Wieso kriege ich die ganze Zeit diesen Kack-Error? Also ich bin jetzt hier auf der Seite angekommen. Das ist mein Kanal im Jahr 2015, Mitte 2015. Der baut sich gerade noch so ein bisschen auf. Wir sehen, ich hatte da fast 1 Million Abonnenten. Hier hatte ich zum Beispiel ein Entschuldigungsvideo hochgeladen. Dann hatte ich meine Freundin hochgeladen. Minecraft Commands war da noch aktuell. Unfair Mario. Thumbnails etc. laden hier jetzt gerade nicht so krass. Also das war auf jeden Fall mein Kanal hier im Jahr 2015 dann. Wenn wir hier oben jetzt einfach mal auf 2016 klicken, dann braucht der auf jeden Fall erstmal wieder... Oh, nee, da sind wir. Und wahrscheinlich hatte ich genauso viele Abonnenten auch 2016. Aber das ist schon irre irgendwie. 2015, das ist so 1-2 Jahre her gerade mal. Da hatte ich nicht mal 1 Million, und jetzt bin ich bei irgendwie 2,6 oder so. Voll krank. Also ich weiß, es ist nur eine scheiß Zahl, aber ich sag halt nie danke, deswegen danke. 2016 müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr angucken. Das ist ja relativ gleich wie 2017. Aber was mich mal interessieren würde, ist, wenn ich einfach nur YouTube.com eingeben würde. YouTube.com, seht ihr schon, wurde enorm oft gesichert. Viel, viel häufiger als meine Seite. Ist natürlich auch klar, YouTube ist ja viel beliebter, so wie alles viel beliebter ist als ich. Aber hier sehen wir zum Beispiel, YouTube wurde das erste Mal am 28. April 2005 gesichert. Das heißt, da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Als wenn YouTube vor 12 Jahren so aussah, Digga. Guckt euch das an. Hier ist so Home, Favorites, Messages, Videos, My Profile. Und dann konnte man sich hier halt so nochmal anmelden, hat dann hier quasi seine Abos gesehen. Das ist halt schon krank. Ich gehe jetzt mal einfach vor ins Jahr 2008 und guck mal, wie es da aussah. Ich habe YouTube, glaube ich, kennengelernt, beziehungsweise das erste Mal von der Plattform gehört im Jahr 2010 oder so. Ja, das war schon relativ spät eigentlich. Und da war es dann auch so, dass ich dann quasi relativ zeitgleich dann auch mit Videos selber angefangen habe, weil ich diese Option cool fand. Oh mein Gott, YouTube hat gerade geladen im Jahr 2008, Alter. Guckt euch das an, Mann. Das hier oben haben die noch beibehalten mit Home-Videos, Channels, Community und Upload. Aber hier unten sieht alles anders aus. Also es gab schon immer diese Featured-Videos, aber ey... Wie krank anders das... Oh mein Gott, YouTube Mobile, what's new, Alter? Bin jetzt einfach mal in das Jahr 2011 gegangen, wo ich, glaube ich, mit YouTube-Videos angefangen habe. Da sah die Plattform nämlich so aus. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war nämlich so bei Most Popular, wurde quasi alles immer nur so das beste Videos aus der jeweiligen, Kategorie angezeigt. Feature, Trends gab es früher auch schon. Und ja, Alter, ist aber irre, wie sich alles so krank entwickelt hat, Mann. Das war's jetzt hier auch vom Video, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da und schreibt mal YouTube in die Kommentare, wenn ihr gerade auf YouTube seid. Hä? Sonst würde ich jetzt sagen, meine Damen und Herren, Roll.
The Outro. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.